wollte jetzt Telefon. Ich glaube, das war der Stromberger. Was will? Oder ihr kann es mithören. Ja, hier ist der Herr Koch. Stromberger. Sind Sie Koch von Beruf? Nee, Polizist. Hallo, Herr Stromberger. Sie wollten mich sprechen. Ja, Moment, jetzt habe ich durch meinen Versprecher alles vergessen. Also. Einmal mit Profis. Der Herr Neumann hat mich angesprochen, ob er vielleicht bei der Feuerwehr befördert werden kann. Damit müssten Sie nur noch einmal zustimmen. Sie und der Herr Peter. Der Peter ist gerade nicht bei mir. Ich dachte aber ja nur, ich dass kann. Die beiden Herren das zustimmen sollen. Jaja, von meinetwegen kann er zustimmen. Kann ich zustimmen. Ja, okay. Auf Wiederhören. Tschüss. Komm rein, Hans. Ja. So, warte mal hier. Kühlschrank. Ich glaube, das ist für dich. Hallo? Ja, hier ist der Stromberger. Ja. Und zwar, der Herr Neumann hat mich angesprochen, ob er vielleicht bei der Feuerwehr befördert werden kann. Sie müssten noch zustimmen. Da stimme ich nicht zu. Dem stimmen Sie nicht zu, das ist leider ein Problem. Das ist mir relativ egal. Was ein Problem ist, oder was? Ja. Ja, ich bin gerade irgendwie etwas durcheinander. Merke ich. Jetzt habe ich ganz vergessen, was ich machen wollte. Das ist schlecht, dann müssen Sie kochen? Mich wohl später anrufen. Ja. Ja, tschüss. Tschüss. Piep, 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 piep. Dieser Sack. Alter Schwede. Wo hast du deine Biere? Hier, Kühlschrank. Unterm Waschbecken. Oh. Oh. Nach einem Monat wieder ein Bier. Oh. Das tut gut. Das ist halt jetzt gut. So, aber ich glaube, wir fordern die anderen dann irgendwann nochmal zu einer Revanche raus. Ja. Ich habe da so einen Gedanken, aber den muss ich mit dir off RP besprechen. Ich habe da so einen Gedanken. Okay. Ich habe da so einen Gedanken. Du hast da so einen Gedanken? Ich habe da so einen Gedanken. So, kennst du eigentlich meine Schafe schon? Komm mal mit. Ja, hast du einen Namen für die? Wer war denn das weiße Auto? Ich glaube, das war Wessex. Ja. Meine. Naja. Hallo, Jürgen. Hallo? Hallo, Jürgen. Hallo, Jürgen. Hallo, Jürgen. Moje. Was machst du denn hier? Wollte dem Hans noch was sagen und mit dir über die Wiese sprechen. Über die Wiese? Ja. Wir können auf der Wiese sprechen, aber über der Wiese wird schwer. Über die Wiese sprechen. Ah. Achso. Ja, komm mal rein. Habt ihr was für dich? Ich? Jo, komm rein. Hier, da, Kühlschrank unter der Spüle. Nimm da mal eine Fläschchen raus hier. Oh, danke. Nur vom Guten. Ja. So. Hans-Burger. Also, was los? Hans bei mir am, der Werkstatt. Da steht noch dein Audi. Den könntest du abholen. Ich habe mit dem Richter schon mal gesprochen. Der Richter meinte, dass der, also der hat sich das Ganze mal angeschaut. Da der Lukas Müller heute aber nicht da ist, hat er gesagt, wir sollen das ohne vor Gericht zu gehen machen. Und zwar betrifft das dich und den Lukas Müller, nämlich. Du musst wahrscheinlich. Nein,
Du musst nichts bezahlen. Denn es wurde so ausgelegt, dass ja, mein Mitarbeiter gibt als Zeugen und Harry Hofer kann es nicht bestätigen, dass der Lukas Müller über die Grünstreifen gefahren ist. Deswegen hat Lukas Müller keine Zeugen und wird somit komplette Strafe und so zahlen müssen. Ja. Deswegen, dein Fahrzeug kannst du abholen, Harrys Traktor ist auch schon fertig. Und mit dir, Volker, wollte sprechen, ob die Erntereife ist oder so. Du da schon geguckt hast. Guck mal gerade im Laptop. Wenn guck ich mal hinkomme. Mit rein. Wenn ich hinkomme. Ja. Na, eigentlich war ich gerade am Grünfelder Landmotten, aber ich mach mal zu. Nö. Gedüngt ist die ja auch, ne? Ja, die ist soweit fertig, aber halt nicht Erntereif. Ah, schade. Also ich bin gerade. Nee, ist nicht Erntereif. Okay. Ja, das dauert halt alles. Habt ihr noch irgendwas zu tun? Jo, nimm dir noch ein Fläschchen, komm. Darf ich auch noch? Jo, hau rein. Ja, könnt heute hier pennen, wenn ihr wollt. Aber ich wollte eigentlich dem Hans gerade meine Schäfchen zeigen. Oh, da komme ich mit. Schäfchen gucken. So, was ich eben gefragt habe, hast du auch für die Schafe einen Namen? Ja, ja. Ja. Woran erkennst du die denn? Die sehen doch alle so gleich aus. Ja, deshalb haben sie auch alle den gleichen Namen. Achso, das macht dann natürlich Sinn. Ist doch praktisch, oder? Das ist praktisch, das kann man nicht mehr verwechseln. Nö, eben. Du musst hier ein schwarzes Schaf reintun. Nee, das reicht, wenn du da bist. Hey, da hinten kommt ein schwarzes Schaf. Guck mal, mein Kollege kommt. Hä, wo? Nee, Spaß. Oh Gott, bin ich da. Oh nein. Ach so, warte, warte, ich habe doch eine Anzeige gemacht. Ja, versteckt euch mal. Scheiße. Hans. Ja. Bist du? Ich bin hinterm Schaf. Ich bin hinterm Maus. Herr Stromberger, wird ja auch Zeit. Das ist ja zu dummes Licht. Ja, guten Tag. Guten Tag. Ich weiß auch nicht, was eben bei mir los war, bei meinem Versprecher. Ja, ist ja egal. Also, sehen Sie mal her. Hier stand die Wollepalette. Und jetzt steht sie hier. Da fehlt ja sogar ein Ballen. Ja, ob der geklaut wurde, weiß ich nicht. Der ist ja nur 77,07% voll. Oh, Entschuldigung, das war das Bier. Wie sitzt da oben eine Person auf dem Dach? Ach, das ist bestimmt der Jürgen. Der hat auch schon ein Bier hinter die Binde gekippt. Da ist noch jemand. Da ist der Harry, der Hans. Hallo. 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 Bleiben Sie da stehen. Was, der sucht Ostereier. Lass ihn doch. Hans, hast du schon welche gefunden? Ja, sucht mal weiter fürs Abendessen. Ostereier? Ja. Okay. Ja, also, was machen Sie jetzt? Ich schwimmen. Wo standen Sie denn vorher? Land. Müssen Sie mir nochmal genau zeigen. Die stand hier. Genau hier, wo ich jetzt stehe. Ja. Also hier ist ja auch der fehlende Sack drin. Ja, dass der fehlende ist, das möchte ich jetzt nicht nicht Da sind 30%, da sind 77%. 77 plus 30 sind 107, also hier sind 7 zu viel drin. Prozent. Ey, ja. Hans, das ist ein Wildschwein. Das ist doch völlig egal, ob das jetzt so oder so ist. Also kann ich hier keinen Fehler feststellen. Es war jemand hier und der hat die Palette verschoben. Ich bin zu fett. Ja, okay, dann nehme ich dieses auf. Vorne läuft es. Wer es sein könnte. Was war das? Getroffen. Keine Ahnung. Jawohl, getroffen, Hans. Abendessen ist gesichert. Jawohl. Das war doch ein Schuss. Haben Sie keinen, den Schuss nicht gehört? Nö, hab nur ein Knallen gehört. Schnell weg. Da laufen zwei Leute. Moment, ich muss da kurz hinterher.
darf das. Ich habe eine Jägerlizenz. Wir dürfen das. Was machen die denn, ey? Haben die jetzt Abendessen geholt oder was? Nimm das Schwein. Hier, guck mal, hier liegt's. Nimm das Schwein mit, schnell. Ey, Leute, wo seid ihr? Abhauen. Auch nicht abhauen. Ich habe eine Jägerlizenz. Wir dürfen da ruhig. Und du bist Polizist, da war was, ja. Wo sind die denn? Drüben. Hinter dir. Oh. Hinter dir. Ach, da oben. Nein, der kommt. Stehen bleiben, Polizei. Was ist denn los, Herr Kollege? Ach so, siehst du es nur, Basics. Wir sind unser Abendessen am Jagen. Ja. Haben Sie einen Jagd? Ja, hatten Sie, stimmt. Ja, hier. Ja. Herr Varuna, kommen Sie nochmal zurück zum Hof. Aua! Mein Knie! Ja, wenn Sie mir nicht aus dem Weg gehen. Sie befahren hier fremden Grund und Boden und dann sagen Sie, ich soll aus dem Weg gehen, ey. Das gehört der Stadt, so, fertig. Können Sie jetzt mal wegfahren hier? Das gehört niemandem. Ja, Moment. Hans. Reiß dich zusammen. Jetzt muss ich da runterhumpeln, ey. Da kommt, zieh mal mit. Das ist schwer wie Sau. Wie Sau. Im wahrsten Sinne des Wortes. Guckt mal hinterm Haus, ob da noch ein Grill steht. Dann können wir es draufschmeißen. Alter, ist das schwer. Ach, wir ziehen in die falsche Richtung. Kacke. Alter, der ist mir voll gegen das Knie gefahren. Ich muss jetzt voll humpeln. Ich humpe auch schon. Alter, ist das schwer. Es wiegt locker eine Tonne. Racex. Ja. Ich möchte eine Anzeige gegen den Stromberger machen. Körperverletzung. Okay. Ich glaube, der ist sein Job los, Kappa. So, hier ist der Grill. Soll ich ihm mal helfen? Und was hatten Sie? Ich habe gerade irgendwie meinen Namen von Weitem gehört. Warte, die Beine abhacken. Herr Racex, ich möchte eine Anzeige gegen den Stromberger stellen. Der steht hinter ihr. Ja, nee, der steht dahinter schon. Hier. Hallo. So, drauf da. Herr Racex, ja. Mein Anliegen besprechen wir bitte später, okay? Also, Kommissariatsleitung bin ich. Somit müssen Sie alle über alle Angestellten die Beschwerden bei mir aufgeben. Ich beschwere mich über Sie. Ja, dann müssen Sie trotzdem bei mir aufgeben. Ja, das, ich kann wohl, Sie können wohl kaum Ihre eigene Anzeige aufnehmen. Volker, das gebe ich weiter an den Oberhauptstaats, ne? Ja, klar. Der lässt es doch an den Tisch fallen. Nee, nicht an der Neumann, der da vorne. Nicht an Fabi, sondern an den Polizeipräsidenten. Okay. Präsidenten? Also mach mal einer den Grill an. Ach, der Marlon! Mein Knie. Naja. Den kriegt man dazu, den schmeißt man aus dem Job. Du hast das Feuerzeug schon in der Hand. Ja, mach ich. Guten Abend. Guten Abend. Schön Wildschwein. Moin, Servus. Moin, willst du auch was essen? Ja, immer gerne. Wir also haben ihr drei seid herzlich eingeladen. Und ich? Sie haben eine Ermittlung zu leiten. Kümmern Sie sich um meinen Hausfriedensbruch. Ja, dann gehe ich. Ich habe eh gleich Feierabend. Dann gehe ich etwas jagen. Vielleicht schieße ich einen schönen kapitalen Hirschen. Warte. Siehst du es? Dann bringe ich ihn zum örtlichen Metzger, ja. Der kann es dann auseinanderbrechen. Ein Auto, das ist zu weit weg. Pistole. Schnell. Zwei, für morgen noch. Herr Neumann? Ja. Was los? Nix, ich guck noch. Das war aber knapp, hey. Wo fährt denn der hin? Übers Feld. Ach, der wollte über die Wiese reden, genau. Da war ja was. Ja, jetzt Herr Neumann, was los? Ich wollte einfach mal vorbeischauen. Ich hab's! Achso. Ja! Dachte, er hat Selbstmord gemacht. Jetzt machen die hier einen Grill an und dann rennen sie fort. Ja, da liegt's. Oh, ein bisschen, warte mal, da war doch irgendwo noch ein bisschen Holz drauflegen. Auto hinten ranhängen. Der zieht ja noch mit. Eine Tonne. Jo, hau drauf aber auf den Grill. Aber Auto ranhängen, nicht hinten reinlegen. Ich hab Ledersitze und alles. Ich nie wieder raus. Ich muss mal gerade nochmal telefonieren. Bis gleich. Ja, bis gleich. Ich häng's dran. Hallo? Hallo, Harry. Du, wie schaut's denn aus mit den Schäfchen?
Ja, ich musste nur kurz hier auf der Straße das Heu aufladen. Und ja, jetzt fahre ich mit der Ladung nach Haus und dann komme ich mit dem LKW. Okay, passt. Jo. So. Sollen wir vorher ein Nickerchen machen oder nicht? Ja, wenn ich zu Hause bin. Okay. Da jetzt los, ja. Bis dann, ciao. Jo, bis dann. Ciao. So, Leute, Essen ist fertig. Ja. Oh. Hä? Komplettes Essen. Ja, Racex ist weggefahren. Wo ist das Essen Ah, für ne, heute da ist er fertig? wieder. Moin, Ach so, Servus. das Essen ist fertig. Hi. Also, ran an den Speck hier. Also es gibt Reh und Wildschwein. Wo haben Sie das Reden auf einmal her? Habe ich gerade geschossen. Warum ist denn der Herr Stromberger immer noch da? Ja, frage ich mich Ja, auch. Sie haben nach, zum Essen gerufen. Nein, sie war nicht eingeladen. Oh, Ich habe mich das. jetzt selber eingeladen. Barbie, das Und klingt nach einem Korb. Ich verweise Sie hiermit meines Grundstückes. Ja, Zu okay, dann. Ermittlungszwecken können Sie gerne wieder herkommen, aber sonst nicht. Zumindest heute nicht. Ah, soll ich den Korb für dich halten? Sie können mich leider hier nicht verweisen vom Grundstück. Aber natürlich kann ich das, das ist ja mein Ich Grund und meine. Boden. Ja, ich rufe gleich eben einmal an, damit ich einen richterlichen Beschluss kriege. Dann kann ich auf dem Gelände mich weiter aufhalten. Aber nicht essen. Da steht ja nicht drin, dass sie mitessen dürfen oder dass sie eingeladen sind zum Essen. Also, Herr Stromberger, das hier ist eine Privatveranstaltung. Sie befinden sich hier in meiner Veranstaltung, wo ich nicht will. Dann wäre es nett, wenn Sie sich einfach entfernen würden. Wenn sie es machen, dann machen wir halt eine Anzeige bei Morisex. Ich weiß ja nicht, was für ein Laus der hat, der eh, aber wenn ich den nicht hier haben will, will ich den nicht hier haben. Soll sich mal um die Ermittlungen kümmern. Sagt, man hört nur noch ein Auto. Eieiei. Wollen wir Harry noch einladen? Eine kleine Verschwörung oder was? Nee, der wollte nach Hause im Pennen. Ich habe vorher mit ihm gesprochen, deshalb müssen wir uns ranhalten mit dem Essen. Okay, zack, zack. Guten. Ach, ich schlafe hier Guten draußen. Junge. Heute ist gutes Wetter. Ah, ich habe noch ein bisschen Platz bei den Schafen. Guten Ach, Junge. so schön wird's warm. warm. Guten Junge. Guten. Hast du auch was zu trinken? Ja, logisch, drinnen im Kühlschrank, unter der Spüle. Okay, will noch jemand was? Wo bringst du noch vier Ja, mit? ich bitte ein Bier noch. Danke. Nein, Hoch. Wasser. Nee, der darf heute. Ich Ach so, darf. das. Der fährt ja heute nicht mehr. Ach so, okay. Herr Varuna, wie heißen eigentlich jetzt alle Ihre Schafe? Merino, 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 Merino. Also Merino hoch mal 53. Nee, eins habe ich Hildegard getauft. Und Bist du eins wahnsinnig? Peter. Eins, nee, eins, eins. Solange es nicht Stromberger heißt. Oh. Müsst ihr ja doch noch ein schwarzes Schaf kaufen. Oh, hier bitte. Ich mach's für Sie auf. Arme Stromberger. Oh, merci. Danke. Bitte. Lecker. Schönes Bier am Abend. Ah, Bäuerchen gemacht. Ich muss sagen, Das hat lecker geschmeckt. lecker Dingen sie ja. Oh.